Kennt ihr Bullshit-Bingo? Der Begriff ist in Firmen gleich welcher Branche relativ geläufig und bezeichnet den inflationären Gebrauch vorzugsweise englischer Modewörter für Dinge und Sachverhalte, die man genauso gut auch auf Deutsch sagen könnte oder auf die man ganz verzichten könnte, weil sie einfach Unsinn sind. Nun wird in der Zahnarztpraxis typischerweise kein Bullshit-Bingo mit Begriffen wie Best in Class, Cultural Fit oder Micromanagement gespielt, dafür aber mit Erklärungen oder sagen wir es mal etwas direkter, mit Ausreden, wenn es darum geht, warum es gerade in unserer Praxis jetzt hier im Moment praktisch unmöglich ist, mit den Patienten mal über ästhetische Zusatzleistungen, über vernünftigen Zahnersatz oder über ordentliche und haltbare Füllungen zu sprechen. Ich stelle Ihnen und euch heute die 5 besten Erklärungen vor, die ich in meinen letzten 23 Jahren in Zahnarztpraxen vor Ort gesammelt habe und bringe dabei mal so etwas Licht in die psychologischen Verstrickungen, die man da oft so im Hintergrund findet. Und zum Schluss stelle ich euch dann noch den wahren Grund vor, warum oft, zu oft, in Zahnarztpraxen BEMA oder andere Kompromisslösungen gemacht werden. Ihr dürft also sehr gespannt sein. Los geht's! Ja, wir machen das heute rückwärts von Platz 5 beginnend bis zum ersten Platz. Und das ist dann der heimlich unheimliche Bullshit-Bingo-Sieger. Platz 5 in unserer kleinen Bingo-Party ist die folgende Aussage. Frank, unsere Patienten sind das vom Vorgänger so gewohnt, dass immer alles umsonst und auf Kasse gemacht worden ist. Wir müssen die Patienten jetzt erst langsam daran gewöhnen, dass wir hier Zuzahlungen haben. Jetzt mal ganz davon abgesehen, dass das nicht Zuzahlungen heißt, liebe Freunde, sondern Eigenanteil. Warum das Eigenanteil statt Zuzahlungen heißt, das habe ich ja in diesem Film hier mal erklärt, verbirgt sich hinter dieser Aussage jetzt auch noch ein fundamentaler Denkfehler. Denn wo bitte ist denn der Sinn, wenn ich eine Praxis neu übernommen habe, dort nicht sofort meine Spielregeln einzuführen und durchzusetzen? Wir haben im Consulting einen ganz einfachen Satz, der da lautet: Das Erstgespräch, das du mit einem neuen potenziellen Kunden oder Mandanten, Klienten führst, wie immer ihr das nennen wollt, ist das einfachste Gespräch der Welt, weil du ja in dem Gespräch alles sagen und alles fragen darfst und weil du auch in keinerlei Fettnäpfchen treten kannst, denn diese firmentypischen Tretminen, die da so versteckt lauern, die musst du ja gar nicht kennen. Du bist ja ganz neu. Jetzt übertrag doch mal diesen Gedanken auf eure Praxis. Der Patient sieht dich als neuen Inhaber oder neue Inhaberin zum ersten Mal. Das gilt übrigens auch, wenn du als angestellter Zahnarzt neu in der Praxis bist, zum Beispiel als Endospezialist und du jetzt mit einem Mikroskop arbeiten willst, statt wie dein Chef das früher in der Praxis gemacht hat, mit so einer Heimwerkerfeile da beim Patienten im Wurzelkanal rumzufahren, die schon 20 andere Patienten vor ihm im Mund hatten. Und jetzt sag mir doch mal bitte, wann, wenn nicht jetzt, willst du denn den Patienten über dein Behandlungskonzept aufklären? In 2 Jahren? In 6 Monaten? Ich meine, egal wie du das machst, der wird dich ja am Ende immer fragen, warum haben sie mir das eigentlich nicht schon viel früher gesagt, Herr Doktor? Und das übrigens mit Recht. Und dann wird er nachschieben, dann wäre ich nämlich gleich gegangen. Und das genau ist doch der eine von 2 Gründen, der hinter dieser noblen Zurückhaltung des Zahnarztes steckt, nämlich die Angst vor Patientenverlust. So, und diese Angst, die können wir jetzt hier relativ schnell abhandeln, denn den Patienten verlierst du doch so oder so, früher oder später, wenn du wirklich ein eigenes Therapiekonzept hast und nicht der Patient die Therapie bestimmt. Dass mir jetzt hier bitte keiner anfängt, Bullshit-Bingo zu spielen. Das hört sich nämlich dann beim Zahnarzt in der Praxis meistens so an. Ach, Frank,
Weißt du, ich will auch nichts übers Knie brechen. Wenn der erstmal 6-mal oder 8-mal oder 4-mal bei mir war und wir so langsam das Vertrauen aufbauen, dann krieg ich den auch irgendwann in der PZR. Hör mal, vergiss es, den kriegst du nie. Entweder du kriegst den gleich oder gar nicht. Und der zweite Grund für die noble zahnärztliche Zurückhaltung ist rhetorischer Natur. Oft weiß der Zahnarzt nämlich nicht, wie er das dem Patienten jetzt sagen soll. Er will ja auch seinen Vorgänger jetzt nicht schlecht machen, insbesondere wenn das sein Vater oder seine Mutter war. Formulierungstipp dazu. Frau Pippenbrink, Sie haben dieser Praxis ja viele Jahre lang die Treue gehalten, weil Sie sich hier gut aufgehoben und vernünftig behandelt geführt haben. Dafür übrigens mal an dieser Stelle auch ganz herzlichen Dank. Und damit das auch in Zukunft so schön bleiben kann, wie es hier früher war, kommen wir nicht drum herum, einige Dinge an den aktuellen Stand von Wissenschaft und Forschung in der Zahnmedizin anzugleichen. Wissen Sie, Frau Pippenbrink, es war ja nicht alles schlecht früher. Der VW Käfer mit Trommelbremsen, ohne Sicherheitsgurte und ohne ABS, der war ja damals zu seiner Zeit auch nicht schlecht. Da ist mein Opa mit über die verschneiten Passstraßen in den Alpen gefahren und hatte trotzdem bis an die Costa Brava geschafft. Das Risiko, Frau Pippenbrink, das gehen wir aber heute nicht mehr ein. Und darum ist die PZR jetzt hier bei uns in der Praxis fester Bestandteil unseres Behandlungskonzeptes. Und Zahnersatz machen wir hier ausschließlich metallfrei. Freunde, das ist jetzt nur ein Beispiel, das könnt ihr individuell adaptieren. Ich meine, da könnt ihr mich gerne mal zu anrufen, dann entwickeln wir da gemeinsam was für eure Praxis und alle Mitarbeiterinnen und alle angestellten Zahnärztinnen und Zahnärzte. Die ersten 15 Minuten Kennenlernen sind berechnungsfrei, das wissen die meisten ja schon. Danach vergütet ihr das mit 349 Euro pro Stunde. Je angefangene Viertelstunde zuzüglich Mehrwertsteuer. So, weiter im Beispiel, das war ja noch nicht ganz fertig. Das heißt, Frau Pippenbrink, Sie werden bei den allermeisten Leistungen hier selbstverständlich einen Eigenanteil haben. Den machen wir so klein und so bequem wie möglich. Den können Sie auch über die Zeit verteilt in bequemen monatlichen Teilbeträgen leisten. Und ganz ohne Eigenanteil, Frau Pippenbrink, geht es einfach nicht. Dafür haben Sie dann übrigens auch länger Freude dran und 10 Jahre Garantie drauf. Mehr zum Thema bequeme monatliche Teilbeträge in der Patientenkommunikation habe ich ja schon mal sehr ausführlich in diesem Film hier behandelt. Und dass sowas geht, das seht ihr an genau diesem Beispiel hier. Das ist eine ganz typische Alterspraxis. Da wurde nichts mehr investiert. Die Praxisstundenkosten lagen traumhaft niedrig. Dafür wurde aber da auch wirklich nur noch BEMA geballert, nur noch mitgenommen, was am Wegesrand lag oder tief genug runterhing. Und jetzt kommt da der Nachfolger, übernimmt das, ändert radikal das Konzept und dreht, Freunde, am gleichen Standort mit den gleichen Patienten das Ding einmal komplett auf links. Und natürlich hat der Patienten verloren. Und dafür sind auch neue dazugekommen, nämlich genau die, die sich von seinem Konzept angesprochen gefühlt haben. Du kannst es doch sowieso nie allen Patienten recht machen. Für irgendwen bist du ja immer zu teuer. Also mach's doch erstmal dir selbst recht. Mich rufen ja auch nicht alle an, die hier zugucken. Gut so, mein Honorarstundenumsatz und meine Sprache, meine Schnodderschnauze, die bilden einen wunderbaren Filter. Und da bleiben genau die drin, die sich wirklich verändern wollen. Es sind nie die Patienten, die eine Veränderung oder Entwicklung in einer Praxis verhindern. Die einzige Macht, die so eine Veränderung verhindern kann, ist der Praxisinhaber selbst. Wenn er nämlich lieber Bullshit-Bingo spielt, als sich um die Entwicklung und Veränderung seiner Praxis zu kümmern.
Und nach dieser wie immer empathischen und einfühlsamen Einleitung sei bitte und herzlich willkommen hier auf mein Zahnarztcoach. Mein Name ist Frank Frenzel, ich bin Diplompsychologe, Trainer und Praxiscoach und ich betreue Zahnarzt- und Augenarztpraxen seit mehr als 23 Jahren in ganz Deutschland. Es gibt hier auf dem Kanal immer mittwochs einen neuen Film. Wenn ihr neu hier seid und euch diese Themen hier besonders interessieren, heiße ich euch sehr herzlich in unserer wachsenden Community hier auf dem Kanal willkommen. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr den Kanal jetzt abonniert. Das Abo, ganz wichtig, immer mit Glocke. Nur die Glocke macht glücklich und schlau. Unsere treuen Stammzuschauerinnen und Stammzuschauer wissen das. Teilt diesen Film gerne mit Kolleginnen und Kollegen oder schickt ihn vielleicht auch einfach mal an eure angestellten Zahnärzte als Denkanstoß. Den Kanal übrigens hier gibt es auch als Podcast. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bingo, Platz 4. Frank, wir haben hier nicht die richtigen Patienten für solche Leistungen. Unsere Praxis ist irgendwie in so einem sozialen Brennpunkt. Da brennen nachts die Mülltonnen und es gibt Schießerei auf der Straße. Folgendes dazu. Ich habe im Laufe der letzten 23 Jahre über 600 Praxen betriebswirtschaftlich analysiert. Und ich kann euch eins sagen. Der wirtschaftliche Erfolg einer Praxis korreliert zu null. Ich wiederhole, zu null mit der Kaufkraft in der unmittelbaren Umgebung der Praxis. Guckst du hier, die Kaufkraft im Ruhrgebiet. Freunde, das ist so eine Kaufkraftkarte, wie sie auch die GfK herausgibt, die Gesellschaft für Konsumforschung, ist dem einen oder anderen vielleicht ein Begriff. Diese Karte ist furchtbar einfach zu lesen. Je orange-gelber ein Gebiet ist, desto niedriger ist die Kaufkraft. Je violetter bis ins Bläuliche rein, desto höher ist die Kaufkraft. Das Ruhrgebiet ist weiß. Versteht ihr, was das heißt? Die haben nicht mal eine Farbe. Das ist minus nix. Und zwar von Dortmund im Osten bis nach Oberhausen tief im Westen. Das ist kaufkrafttechnisch eine Schneise der Verwüstung. Da ist finanzielles Leben bis auf wenige inselartig robuste Reste ausgestorben. Alles klar? So. Und im wüstenartig unwirklichen Epizentrum dieser finanziellen Devastation liegt die Stadt Herne. Das ist, ja, wie sage ich jetzt, es ist sozusagen der finanzielle Todesstern des Ruhrgebiets. Grüße an alle Überlebenden gehen raus. Schlimmer kannst du es kaufkrafttechnisch nicht treffen. Und ausgerechnet da in Herne hat nun euer Kollege Dr. Stefan Helker sein Implantatzentrum aufgemacht. Da, wo keiner Geld hat, da kannst du ja froh sein, wenn du überhaupt mal auf menschliches Leben irgendwo auf der Straße triffst. Liest der eigentlich solche Kaufkraftkarten gar nicht? Bereitet der sich nicht vor? Doch, ich glaube schon. Solche Kaufkraftkarten interessieren den nur wahrscheinlich nicht. Darum baut der ja jetzt auch noch für einen zweistelligen Millionenbetrag am Westring ein ehemaliges Verwaltungsgebäude in eine Zahnklinik um. Freunde, mitten auf dem Todesstern. Weil er ganz offensichtlich verstanden hat, dass die Kaufkraft in der unmittelbaren Umgebung einer Praxis, ich kann mich da ja nur wiederholen, nix. Und zwar absolut gar nix mit dem Praxiserfolg zu tun hat. Der Praxiserfolg hängt nämlich von deinem Konzept und von deiner Kommunikation, und zwar sowohl nach innen zu den Patienten als auch nach außen in Form von Marketing ab. Jede andere Aussage, tut mir leid, ist Bullshit, Bingo. So, wie bekommst du denn jetzt Patienten da nach Herne auf den Todesstern? Naja, indem du zum Beispiel den größten zahnmedizinischen YouTube-Kanal Deutschland hast. Der Kollege Helker hat erkannt, wie wichtig Marketing ist und sich irgendwann mal entschlossen, da auch selbst aktiv zu werden, statt nur zuzugucken, wie die Kanäle von Kollegen wachsen und sich über diese zahnmedizinischen Marktbegleiter dann zu ärgern. Und ich höre das ja so oft. Ja, Frank, der Kollege Helker, der ist ja schon so groß. Gegen so einen Platzhirsch kommt man ja gar nicht mehr an. Ja, Freunde, glaubt denn wirklich irgendjemand,
Der Herr Hilker, der hat mit 5.000 oder 10.000 Abonnenten seinen Kanal angefangen? Nee, mit einem hat er angefangen, genau wie dieser Kanal hier. Der hat auch nicht als großer Zahnarzt angefangen mit x Angestellten und einer eigenen Social-Media-Abteilung, wie er sie heute hat, in Herne. Hier, das ist die Keimzelle des Helkerschen Imperiums. Hat er mal auf einem Vortrag erzählt. Ich hoffe, der verklagt mich jetzt nicht, weil ich das Bild aus einem seiner YouTube-Videos kopiert habe oder schickt mir irgendwie so eine Abordnung Trooper auf den Hals. Hier, das ist Mama Helka. Da ist der Dr. Stefan und dann sind da noch zwei Mitarbeiterinnen. Und das war's. Und das Foto ist übrigens, wenn ich da einigermaßen aufgepasst habe, zum heutigen Datum ziemlich genau 11 Jahre alt. Und wie ich das hier so sehe, bei allem Respekt, ist das jetzt auch keine Praxis aus der Abteilung Granit gebürstet, Wasserhähne Edelmetall beschichtet. Für mich sieht das eher so aus, als hätte der Einrichtungsberater Weiland zu Mama Helka damals gesagt, Frau Helka, nehmen Sie Rezeption mal in Fischte geölt. So was hält ein Leben lang. Und jetzt, 25 Jahre später, weiß die, dass der Mann sie damals nicht beschissen hat. Frag dich nicht, ob es in deiner Gegend die richtigen Patienten gibt. Frag dich stattdessen, wie gut durchdacht dein Konzept ist und ob es eine darauf abgestimmte Kommunikation nach außen und nach innen gibt. Bei mir gibt es jetzt an der Stelle kein Marketing, sondern einen Schluck Kaffee zur Halbzeit-Kaffeepause. Ihr kennt das schon. Und wie immer möchte ich diesen besonderen Moment dazu nutzen, euch allen meinen ganz herzlichen Dank dafür zu sagen, dass ihr hier so fleißig und regelmäßig guckt, die Filme auch mal weiterempfehlt oder bei Facebook, Insta oder in Foren und zahnmedizinischen Gruppen teilt. Ohne eure Hilfe wäre dieser Kanal hier niemals so groß geworden und zum meist aufgerufenen deutschsprachigen Coaching-Kanal für zahnmedizinische Themen herangewachsen. Wir haben jetzt fast 3000 Abonnenten, na gut, ein paar fehlen noch, vielleicht fühlt sich der eine oder andere da jetzt aufgerufen, dafür Abhilfe zu sorgen. Und das ist eine Teamleistung, die ohne euch niemals möglich gewesen wäre. Darauf bin ich stolz und das finde ich richtig super, was wir da gemeinsam geschafft haben. Wenn ihr den Kanal gerne unterstützen möchtet, tut das über den PayPal-Link unten in der Videobeschreibung oder über die Super Thanks hier direkt unter dem Film. PayPal ist bevorzugt, das wisst ihr. Da sind die Gebühren einfach wesentlich niedriger und von eurer Großzügigkeit kommt deutlich mehr bei mir an. Und wer jetzt keine 100 oder 50 oder 20 Euro übrig hat, der darf gerne auch 5 geben. Oder ihr gebt einfach einen Daumen hoch. Ihr könnt auch einen Daumen runter geben. Das hilft mir genauso. Das ist immer ein Signal an den Algorithmus. Und mein besonderer Dank geht natürlich an der Stelle an alle, die meine Arbeit an diesem Kanal durch eine Zusammenarbeit in ihrer Praxis vor Ort ermöglichen, sprich, die mich beauftragen. Ohne euch wäre dieser Kanal hier in dieser Form gar nicht machbar. Und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar. Bingo, Platz Nummer 3. Ja, Frank, unsere Patienten wollen das aber hier gar nicht. Was immer das jetzt ist, das kann jetzt nur ein Praxisinhaber sagen, der seine Therapie von seinen Patienten bestimmen lässt und selbst keine Minimum-Behandlungsstandards formuliert hat. Böses Beispiel, Achtung, Triggerwarnung. Kommt ein Kunde ins Porsche-Zentrum, komm, ich erzähle das wie ein Witz, nein, egal. Es kommt ein Kunde ins Porsche-Zentrum und der Meister in der Direktannahme sagt, ja, so nach 200.000 Kilometern, da sollten wir mal die Zündkerzen wechseln. Sonst kriegen wir nämlich den unrunden Motorlauf und die Zündaussetzer nie in den Griff. Das hat nichts mit euch zu tun. Doch, Mogu, 3-mal gebrochen oder 5-mal unterfüttert, kannst du 1:1 übertragen. Und der Kunde im PZ sagt jetzt, oh, oh, oh. So ein Zündkerzenwechsel kostet mich ja 500 Euro oder mehr. Und dann sagt der Meister dem ganz entspannt, ja, 500 Euro oder die Karre humpelt weiter. Wir fassen Ihr Fahrzeug hier auch nicht mehr an, bevor das nicht einigermaßen in einem Zustand ist, wie ihn der Hersteller mal vorgesehen hat.
Ich kann da sonst auch keine Garantie auf unsere Arbeit geben, wenn wir da jetzt so einfach dran gehen. Und die letzten beiden Sätze, die kannst du 1:1 auf die Patientenkommunikation übertragen. Die sind wirklich genial, ne? So Herstellerzustand, Garantie, Zahnwurzel als Befestigungsanker, mal so als Stichwort und Tipp. Schreibt mal in die Kommentare, wie man das zahnmedizinisch adaptiert. Im Übrigen findet ihr ja viele Einwand-Quickies auch in diesem Film hier auf dem Kanal. Bingo Platz Nummer 2. Ja, weißt du, Frank, ich würde das alles gerne machen. Aber weißt du, das ist so viel und ich habe so viele andere, die ganze Scheißverwaltung noch so, ich habe da überhaupt keine Zeit zu. Ja, was soll ich sagen? Wer jetzt für die Kommunikation, also für den allerwichtigsten Teil der zahnärztlichen Wertschöpfungskette, keine Zeit hat, bei dem stimmt irgendwas mit den Prioritäten nicht. Es ist ja eine einfache Erkenntnis, dass ich immer nur das bohren und abrechnen kann, was ich vorher kommuniziert habe. Und wenn ich nicht kommuniziere, dann bewege ich mich automatisch im BEMA-Spielfeld und da werden die Räume immer enger, in denen ich mich freilaufen kann. Also muss ich auf ein anderes Spielfeld wechseln. Und es mag nun enttäuschend sein und dem einen oder anderen nicht gefallen, dass in der Zahnheilkunde, wie wir sie heute haben, die Kommunikation nach innen und nach außen mitunter einen deutlich höheren Stellenwert hat als die handwerklich exzellente Handhabung der Turbine. Und am Schluss, Freunde, nützt es doch nichts, wenn du ein handwerklich exzellenter Zahnarzt oder eine handwerklich exzellente Zahnärztin bist und deine Patienten diese Kompetenzen nicht abrufen, weil sie eben gar nicht wissen, dass du sie hast. Oder weil sie wissen, dass du es auch mit einem deutlich niedrigeren Qualitätsanspruch machst. Und weil du die Nutzung dieser Kompetenz eben nicht zur Bedingung einer Behandlung bei dir machst. Ich meine, wofür war denn bitte dein Master in ästhetischer Zahnheilkunde? Oder dein Endokurriculum? Platz Nummer 1 sind dann tagesaktuelle Ereignisse, die immer wieder gerne als Begründung für kommunikative Unterlassungsakte ins Feld geführt werden. Also die 4 Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Es ist zu warm oder es ist zu kalt, es ist zu lange hell oder zu früh wieder dunkel. Die Fußball-WM, auch sehr beliebt und immer wieder gern genommen. Da kommen dann einfach viel weniger Patienten. Oder es kommen ganz viele, aber die falschen aus dem Ausland. Der Praxisumbau, der erst abgeschlossen sein soll, bevor man so ein kommunikatives Großprojekt wie die Patientenansprache dann mal in Angriff nimmt. Ein Zahnarzt hat mir tatsächlich mal gesagt, dass er erst seinen Doktortitel haben möchte, also erstmal noch 4 Monate warten muss, bis er seine Promotion verteidigt hat, bevor er mit dieser Art von Patientenansprache und einem entsprechenden Marketing anfangen will. Ich dachte erst, der macht einen Scherz. Nein, das war tatsächlich ernst gemeint. Warten auf neue Mitarbeiterinnen oder neue Auszubildende, bis man mit der aktiven Patientenansprache beginnen kann. Also so diese zahnmedizinische Variante von Warten auf Godot. Und jetzt im Moment natürlich ganz heiß gehandelt. Inflation, Rezession, hohe Zinsen und, Freunde, Gebäude-Energiegesetz. Ich streite übrigens gar nicht ab, dass es diese Dinge gibt. Ich streite auch nicht ab, dass die einen negativen Einfluss haben. Die Frage ist doch nur, was wollt ihr denn jetzt daraus machen? Wollt ihr das denn zum Anlass nehmen, genau so weiterzumachen wie bisher? Das wäre Reaktionsvariante 1. Oder wollt ihr genau in diesen negativen Rahmenbedingungen die Chance erkennen, und das wäre dann Reaktionsvariante 2, jetzt an all denjenigen Kollegen vorbeizuziehen, die sich für die Reaktionsvariante 1 entschieden haben? Ich meine, das tun ja eine ganze Menge Kolleginnen und Kollegen im Augenblick. Man braucht sich ja nur mal ansehen, wer alles von Honorarrückforderungen betroffen ist. Dann weiß man ja in etwa, wie sich die Reaktionen in der Zahnärzteschaft im Augenblick aufteilen.
Und die üblichen Verdächtigen aus den Reihen der Beratungsgeier warten ja schon ganz aufgeregt darauf, ihre allerletzten Geheimnisse, die sie vor euch noch niemand anderem verraten haben, jetzt endlich mit euch teilen zu dürfen, gegen kleine Aufwandsentschädigung, versteht sich. Und ernsthaft, eins ist doch auch klar, zwischen diesen beiden Reaktionsvarianten, da gibt es keinen Mittelweg. Es gibt keine Veränderung, Leid. Du machst entweder Variante 1 oder Variante 2. Du hast entweder Minimum-Behandlungsstandards und sprichst dann in Konsequenz über bequeme monatliche Teilbeträge. Oder du machst das eben nicht. Und die Frage, die sich für mich bei dieser Entscheidung immer stellt, ist die, ob ich nicht viel schneller und mit viel drastischeren Konsequenzen scheitere, wenn ich so weitermache wie bisher. Wenn ihr euch dieses Veränderungsspiel mal anschaut, dann sieht man ja sehr schnell, dass man bei diesem Spiel nur verlieren kann, wenn man entweder gar nicht auf den Platz läuft oder sich unbewusst über die Statistik austrickst. Ich meine, im Grunde ist das simpel. Von 10 Patienten, die ihr ansprecht, auf was auch immer, sagen 3 direkt ja, 5 wollen überlegen und 2 sagen nein. Und jeder, der nein sagt, verkürzt doch den Weg zum nächsten Jahr. Du darfst nur nicht nach 2-mal nein stehen bleiben und dann behaupten, ja Frank, siehste, bei uns funktioniert das ja nicht. Nee, du bist den Weg ja noch gar nicht zu Ende gegangen. Sprich doch mal 10 an hintereinander oder 20. Und dann reden wir mal über das Ergebnis. Und nimm doch das Nein von 1, 2 oder 5 oder 8 nicht als Ablehnung, sondern als Information über die momentanen Prioritäten des Patienten. Dem ist eine haltbare und schöne Prothetik im Moment nicht so wichtig. Sonst würde er ja 30 oder 35 Euro dafür im Monat aufwenden und gleichzeitig etwas anderes zurückstellen, was ihm weniger wichtig ist. Das tut er aber nicht. Also geht's doch gar nicht darum, dass er sich das nicht leisten kann, sondern wir haben exakt die Situation, dass ihm was anderes wichtiger ist. Das ist aber ein riesengroßer Unterschied. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, solange du jetzt daraus nicht die Verpflichtung ableitest, unterhalb deinen Minimum-Behandlungsstandards und unter deinem Zielhonorar-Stundenumsatz zu arbeiten. Es sei denn, du wolltest in Wirklichkeit gar nichts ändern, weil es dir zu anstrengend ist, weil du einfach keine Lust dazu hast oder aus irgendeinem anderen Grund, was ja übrigens auch völlig in Ordnung ist. Und das ist absolut ironiefrei gemeint. Nur dafür brauchst du ja dann auch nicht dieses Bullshit-Bingo und diese ganze Show drumherum. Da reicht ja dann ein einfaches Frank, ich will nicht. Und dieses Ich will nicht ist dann auch der tatsächliche Grund, warum sich so viele Menschen nicht verändern, auch außerhalb der Zahnheilkunde. Die wollen einfach nicht. Und bei vielen geht es ja dann auch irgendwie so noch. Sei es mit Ach, sei es mit Krach, aber es geht. Und das ist auch so lange kein Problem, wie jedem klar ist, dass seine Situation hier und jetzt zu 100% das Resultat von Entscheidungen ist, die er bis gestern getroffen hat. Und dass das morgen wieder genauso sein wird. Hier kommt jetzt die Playlist mit allen Filmen zum Thema HVM und wenn ihr wissen wollt, warum so viele Beratungsgespräche so gründlich schiefgehen, obwohl sie meist sehr lang, oft viel zu lang sind und welche einfach zu verändernden Fehler mir immer wieder auffallen, wenn ich in Zahnarztpraxen begleite, dann schaut euch mal diese beiden Filme hier an. Wenn die Tipps hier hilfreich für euch waren, freue ich mich über einen Daumen. Ich danke euch für euer Vertrauen und für Ihre Zeit. Valete et Proteinus Tevidere, euer Frank.